was war das Thema heute nochmal? Ich habe das noch so irgendwie. Ah, hallo Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es mal um das Thema Bleche biegen und kanten. Ja, Bleche biegen oder kanten, für wen ist dieses Video gedacht? Für alle Einsteiger, für alle Azubis, die jetzt vielleicht frisch dazugekommen sind im Spenglerhandwerk und auch für Heimwerker, Hobbybastler und so weiter. Ja, einfach für Leute, die sich für Blechbearbeitung interessieren und soll auch ein bisschen animieren, dass man ein bisschen Spaß aufs Blechbasteln bekommt. Und ich würde auch sagen, dann legen wir gleich los. Ja, wenn man neu an das Thema Blechbearbeitung geht, dann ist es immer ein ganz besonders schwieriges oder ja, schwierig handelbares Thema mit dem Bleche biegen oder kanten. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, da geht es um die Abkantbank, ob sich das lohnt, so eine Abkantbank selber herzustellen. Da finden wir hier jede Menge Videos hier auf YouTube und ist immer ein bisschen schwierig, an das Thema heranzugehen. Wie kante ich jetzt so ein Blech ab? Kann ich sowas vielleicht auch von Hand kanten oder besser mit der Maschine? Was gibt es dabei zu beachten? So ein paar Dinge gibt es schon, über die man nachdenken sollte, bevor man da ins Werk geht. So, ein bisschen sauber machen hier. Lag wohl zu lange im Lager. Okay. Also was ich euch auf jeden Fall erstmal empfehlen kann, ist oder eigentlich fast zwingend erforderlich, das sind Handschuhe zum Blechbearbeiten. Ich werde auch alle Dinge, die ich so erwähne hier, die man zur Blechbearbeitung, die ich empfehle oder die ich für sinnvoll erachte, hier, die werde ich unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Also Handschuhe zur Blechbearbeitung. Solche Montagehandschuhe oder einfachen Arbeitshandschuhe, die finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Da geht es um die Schnittverletzung, zum Beispiel von solchen oder bei solchen Edelstahlblechen. Die sind nämlich schon messerscharf, diese Blechkanten, vor allem beim Schneiden jetzt mit der Tafelschere oder mit manchen Blechscheren, hat man jetzt kleine Kantungen und kleine Risse im Material. Selbst hier von der Tafelschere, ich zeige das jetzt hier mal so ein bisschen, da hat man auch solche scharfen Blechkanten und die sind wirklich messerscharf und ja, ruckzuck hat man sich da mal geschnitten. Einfach Handschuhe anziehen, dann kann man das vermeiden. Um was geht es denn eigentlich beim Bleche biegen oder kanten? Man möchte irgendwie einen Winkel oder irgendeine Kante jetzt ans Blech bringen, weil man das jetzt irgendwo braucht als Abschluss, jetzt als Abschlusskante oder was auch immer. Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, mache ich jetzt so ein Blechchen, dann habe ich das Ganze ja auch erledigt. Aber man hat jetzt nicht wirklich einen sauberen Abschluss und ihr seht es ja auch, die Bleche bekommen dann durch das Schneiden, durch die Bearbeitung von dem Walzen sind die immer so leicht gerundet. Die kommen ja auch meistens von der Rolle und die haben immer so eine gewisse, ja, so ein gewisses Eigenleben. Und ja, da wollen wir jetzt einfach mal sagen, wie man das Ganze bearbeitet, wie man das Ganze jetzt in Form bringt und wie man so eine Blechkante da ans Blech bringt. So, jetzt habe ich hier einfach mal ein paar Bleche rausgesucht bei uns aus dem Resteregal und ihr seht es schon, die sind manchmal so ein bisschen ja, wellig, ein bisschen verformt. Die haben auch immer so eine leichte Rundung jetzt direkt bei uns von der Rolle oder von der Tafel. Sind die nicht ganz plan eben und deswegen macht es ja auch Sinn, dass man jetzt so eine Blechkante dran macht. Außerdem hat es so ein Blech ja keine Eigenstabilität wie jetzt ein Brett oder so und bleibt dann irgendwo stehen. Das heißt, wir brauchen hier eine Blechkante als Aussteifung oder Blechaufkanten. Macht auch Sinn, dass das einfach schöner wird und das Material dann wirklich auch plan aufliegt. Also das ist so der Grundgedanke an den Blechaufkantungen. Und ich würde jetzt mal sagen, hier habe ich mal ein Stück Blech. Gehen wir mal ans Kanten und ans Biegen. Und dann sage ich euch noch ein paar Worte dazu. So, wenn wir jetzt hier unser Blech haben, ich schneide hier mal ein kleines Stück ab. Und
Allgemein sei gesagt, je kürzer die Bleche sind, umso einfacher ist die Bearbeitung, umso einfacher ist auch das Aufkanten oder das Biegen. Und wenn man jetzt zu Hause hier nur so eine Wasserpumpenzange hat, dann hat man das Thema, dass man nicht allzu weit eingreifen kann. Und ja, hier kann man schon das Blech biegen. Aber man hat halt viele Druckstellen im Blech und das Ganze sieht nicht so toll aus. Jetzt könnte man natürlich auch hergehen. Schneid gerade noch mal ein Stück ab. Und das Ganze mit so einer Flachzange abkanten. Da kommt man dann schon wesentlich weiter rein. Je nachdem, wie tief die Einstecktiefe ist von der Zange. Und wir können das auch schon ein bisschen schöner abkanten, wobei wir immer noch diese Druckstellen haben. Und ja, unser Ergebnis ist dann vielleicht nicht so, wie wir das haben wollten. Falzzangen, die sehen so aus, manche sagen auch Deckzangen dazu, aber eigentlich fachtechnisch richtig ist es eine Falzzange. Das ist eine Zange mit einem breiten Kopf. Der breite Kopf, der ist hier so 6 cm groß oder breit. Und da kann man jetzt einfach hergehen, weil die 5 cm gehen gerade noch so. Und ich kann bis 5 cm jetzt hier eingreifen. Und das leicht ankanten. Und dann biege ich das Ganze auch nicht auf einmal rum, sondern gehe da immer schön vorsichtig vor und biege da immer in kleinen Stücken nach oben. Immer mit Druck, also einmal hier zudrücken und dann einen leichten Druck hier noch nach unten. So. Und da können wir auch wieder hergehen, das schön aufkanten und müssen das Ganze immer ein klein wenig überbiegen. So, also man hat ja schon so leichte Wellen, haben wir immer noch drin. Das kommt hier auch vom Zudrücken, aber das ist eigentlich ganz normal, wenn man jetzt sowas als Kante jetzt herstellt und hat dann nachher nur diese Außenkante sichtbar. Dann lässt sich das recht gut schon als Handkantung jetzt vertreten, wenn man jetzt keine Abkantmaschine bedienen möchte. Und ja, das kommt immer auf den Anspruch drauf an, wo das ganze Blech jetzt hinkommt, was für eine Funktion und wie das jetzt schlussendlich aussehen soll. Genau, also wenn ihr jetzt viel Bleche kanten müsst oder aufkanten müsst, dann empfehle ich euch so eine Falzzange. Ich sehe, das kann man natürlich auch dementsprechend schneller machen, mit kleinen Aufkantungen. Das macht dann auf jeden Fall Sinn, bevor man sich da mit einer Flachzange oder mit einer Wasserpumpenzange versucht. So. Solche Dinge wollen wir immer ein bisschen vermeiden. Solche Knickkanten, da kann man dann nochmal feste zudrücken und mal ein bisschen nachfassen. Schnell so ein Profil hergestellt. Das Ganze ist aber nie so scharfkantig wie mit einer Maschine gekantet, lässt sich dann aber irgendwo als Kantenschutz oder sowas schon durchaus einsetzen. Dann zeige ich euch noch mal eine andere Möglichkeit, und zwar mit solchen Kanthölzern. Da können wir jetzt unser Blech einfach mal reinstecken. Und mal angenommen, wir wollen jetzt hier ja, so eine Höhe von ca. 6 cm abkanten an dem Blech, könnte das zwischen zwei solche Kanthölzern spannen und dann möglichst nah am Blech dann festzwingen mit einer oder mit zwei Schraubzwingen. So, und jetzt einfach mal
das Blech biegen. So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Wenn ihr dann noch so einen Schoner oder Schlichthammer habt, dann könnt ihr da die Kante noch ein bisschen anklopfen. So. Und dann hat man auch so ein Blech recht schnell gekantet. Wenn das jetzt für dich so reicht, dann hättest du schon dein Ergebnis. Du wirst auch merken, dass dieser Winkel hier, wenn du jetzt da eine 90-Grad-Kantung herstellen möchtest, dass der immer leicht Außenwinkel ist. Aber das lässt sich ganz leicht bei dem dünnen Blech korrigieren, indem du das dann ein bisschen überbiegst. Einfach zurechtdrücken und dann passt das Ganze wieder. So, und wenn man jetzt eine größere Aufkantung braucht oder einen größeren Schenkel am Winkel und hat eine höhere Einstecktiefe, ohne dass man dann mit den Zangen dann reinkommt, mit diesen Deckzangen oder Falzzangen, dann hat der Spengler auch sowas noch hier. So eine Deckzange in groß. Und da kann man dementsprechend tief eingreifen und das Blech dann auch relativ einfach aufkanten. Und hat dann auch eine schöne scharfe Kante. Aber das wird sich im Einzelfall, jetzt wenn man nur einmal so ein Stück Blech abkanten muss, wird es sich wahrscheinlich kaum für denjenigen lohnen, der sowas nur ab und zu mal macht. Jetzt habe ich dir noch eine weitere Möglichkeit, wenn du jetzt so ein größeres Stück Blech hast und eine dementsprechend größere Einstecktiefe brauchst oder jetzt dein Blech irgendwo direkt in der Mitte bei 20 cm abkanten möchtest, dann gibt es hier einen ganz einfachen Trick. Dazu brauchst du zwei solche kleine Bretter und eine Zwischenlage. Da habe ich jetzt einfach mal so ein Stück Karton genommen. So. Das Ganze wird auch wieder festgezwungen. Mit zwei Schraubzwingen. Dass wir jetzt hier praktisch so einen kleinen Spalt haben, in dem wir das Blech reinstecken können. So. Das heißt, vorher müssten wir vielleicht noch die Mitte anzeichnen oder das gewünschte Maß. Ich nehme jetzt mal hier 10 cm an. Hier möchte ich mein Blech abbiegen. So. Und dann einfach hergehen, das Blech einstecken. So, ist jetzt ein bisschen tricky, damit das Ganze nicht verrutscht. Ein bisschen festhalten, so bis man dann irgendwo auf einer schönen geraden Unterlage, wie hier so eine Werkbank zum Beispiel, und dann einfach das Blech nehmen, so ein bisschen ankanten, andrücken und schön mit Druck nach unten, dann abbiegen. Und dann hat man eigentlich eine recht schöne Kante, aber du siehst schon, das Ganze ist recht rund, nicht so scharfkantig, wie man jetzt vielleicht möchte. Dann geht man einfach her, nimmt das Blech von Hand, überbiegt es noch ein bisschen. Und biegt es dann wieder auf. Immer schön festhalten. Und du siehst ja auch, ich mache das auf ein paar Arbeitsgänge, nicht auf einmal. Da muss man auch so ein bisschen Gespür fürs Material kriegen.
Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, aber wir haben jetzt hier einen kleinen Radius. Und bei dem Blech, da sieht man das auch ganz gut hier, bei diesem Zinkblech, dass wir jetzt hier an den Kanten eine scharfe Kante haben oder eine relativ scharfe Kante. Und in der Mitte geht der Radius auf. Das liegt daran einfach, dass man die Kräfte jetzt hier mit so einer Konstruktion nicht auffangen können und das Blech dann sich dementsprechend verformt. Ne? Ja, man macht es noch Sinn, so ein Blech dann abzukanten oder zu biegen. Man merkt ja hier, wenn man so ein Stück Blech mal in der Hand hat, so ein 0,7 dickes Titanzinkblech, so wie hier, das ist schon recht instabil und ganz einfach zur Randaussteifung. Wenn ich das Ganze jetzt stabil kriegen hier, wenn ich das Ganze jetzt irgendwo als Anschlag brauche oder so, oder was auch immer, dann kann man sowas auch durchaus, so eine Abkantung anbringen, um das Blech auszusteifen am Rand. So, also ich habe jetzt hier nicht nur so eine 90 Grad Kantung, sondern überbiege das Ganze noch. Und wir sagen bei uns immer Umschlag dazu. Das heißt, wir biegen das Ganze so lange, bis wir hier so eine scharfe Kante haben und ja, dementsprechend eine ganz andere Steifigkeit. So, wenn man jetzt gar nichts anderes zur Hand hat, außer so ein Hammer, das kann ja auch ein Schlosserhammer sein, ein Stück Kantholz und unser Blech, und wir wollen jetzt hier auf der Querseite eine kleine Kante dran machen, dann kann man das einfach hier auch direkt an der Holzkante abbiegen. Man braucht allerdings so ein bisschen Fingerkraft. Je größer dieser Schenkel ist, umso einfacher lässt er sich abbiegen. Also wenn man dann bloß hergeht und hier nur einen Zentimeter abkantet, das geht dann von Hand fast nicht mehr. Und dann einfach umbiegen. So. Und dann so, man könnte jetzt natürlich auch noch mal hergehen, das Blech abkanten und dann einfach, anstatt jetzt wild auf dem Umschlag rumzudengeln, lieber das Kantholz nehmen. Kante als vorher. Wenn wir jetzt so einen Winkel herstellen wollen mit unserer Umschlagskante, dass wir eine schöne steife Kante haben, aber auch einen Winkel, den wir jetzt hier als Kantenschutz haben wollen oder wie auch immer, dann kann man jetzt hergehen mit der Deckzange direkt an der Kante oder vielleicht ein Stück drüber, je nachdem wie man das Einstellmaß braucht, das Ganze abkanten. Wieder schön mit kleinen Schritten das aufkanten, und ihr seht auch, das Ganze geht wesentlich einfacher, wie wenn man ein glattes Stück Blech hat, durch diese steife Kante, und da hat man eigentlich ein, finde ich, optisch für eine Handkantung ein recht optisch ansprechendes Winkelblech. So, und im Vergleich nochmal mit Kante, mit Umschlagskante oder Aussteifungskante und ohne. Jetzt wollte ich euch einfach nochmal so ein bisschen eine Möglichkeit zeigen, was wir jetzt aus so einem Stück Winkelblech, das wir vorher hergestellt haben, was wir da alles noch so machen können.
Ja, das waren jetzt ein paar einfache Blechprofile, die wir hier von Hand verbogen, gebogen, gekantet und so weiter haben. Und es sind schon ein paar Tipps und Tricks, die ihr jetzt hier rausgehauen habt zum Thema Blechbearbeitung, die euch da vielleicht das Arbeiten oder der Umgang mit Bleche erleichtert. Da gibt es bestimmt für jeden so ein bisschen was dabei, mit dem er was anfangen kann. Und einfach mal loslegen, ein bisschen üben, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen dies und das. Und hier Zangen kann ich nur empfehlen, wenn man sowas öfters machen möchte. Und ansonsten kann man auch auf ein paar Hausmittelchen, Kanthölzer, Bretter und so weiter zurückgreifen. Macht durchaus auch Sinn für denjenigen, der sowas nur ab und zu mal machen möchte oder nur ein einmaliges Profil braucht und sich sowas kurz mal selber herstellen möchte. Bleche bekommt ihr bestimmt bei eurem Handwerker eures Vertrauens rund und in eurem Ort. Euer Dachdecker, euer Spengler, euer Flaschner, Blechner, wie auch immer ihr den nennt. Und ja, wenn ihr noch mehr Videos zu solchen Themen wissen wollt und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, genau, zum Thema Blechbearbeitung, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Meisterburg für Spengler TV.